In diesem Video geht es um die Frage, wie richte ich das Passwort für die Homepage und das Moodle der Kant-Schule in Falkensee ein. Zuerst einmal gehe ich auf die Homepage unter kantschule-falkensee.de. Dann logge ich mich in den Bereich Login ein. Sollte ich meine Zugangsdaten oder das Passwort schon vergessen haben, ist nun der Zeitpunkt, sich an den Webmaster der Schule zu wenden. Nachdem ich eingeloggt bin, gibt es hier am oberen Rand des Browsers eine neue Menüleiste und unter dem Punkt Willkommen kann ich mein Profil bearbeiten. In der Profilverwaltung kann ich nun in dem Abschnitt Benutzerkontenverwaltung ein neues Passwort generieren. Dieser Schritt ist erforderlich, damit mein Passwort sowohl auf der Homepage als auch im Moodle funktioniert. An dieser Stelle kann ich nun entweder mein altes Passwort verwenden und es einfach nochmal neu eingeben oder ich denke mir ein neues Passwort aus. In diesem Fall will ich das Passwort blabla123 Ausrufezeichen. Dieses wäre ein schwaches Passwort. Sollte ich so ein schwaches Passwort ausgewählt haben und dieses auch wirklich beibehalten wollen, muss ich auf Bestätige die Verwendung eines schwachen Passwortes gehen. Daraufhin muss ich noch ans Ende der Seite scrollen und kann nun auf Profil aktualisieren gehen. Nun kann ich unter der Webadresse moodle.kantschule-falkensee.de die Moodle-Seite öffnen und mit dem Benutzernamen, den ich vorhin schon hatte, und dem neu erstellten Passwort mich im Moodle einloggen. In dem Bereich würde ich jetzt sehen, wenn ich schon in irgendeinem Kurs eingeladen bin oder auch nicht.